Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Knolte. Und heute habe ich euch wieder ganz, ganz tolles Thema mitgebracht. Richtig, ein ganz tolles. Heute dreht es sich mal um die grüne Netzfeuerwehr. Warum? Hab ich ja noch nie Ja, um die grüne Netzfeuerwehr dreht es sich heute mal. Grüne Netzfeuerwehr, was soll das denn sein? Ja, das erzähle ich dir direkt nach dem Intro. So, grüne Netzfeuerwehr. Ja, habe ich auch erst vor kurzem was von gehört. Obwohl, die gibt es ja wohl schon so, die gibt es schon ein Jahr ungefähr, ein Jahr. Und da sind so ungefähr etwas mehr wie 2000 Leute drin in der Netzfeuerwehr. Ja, was machen die denn jetzt da? Ja, da bin ich auch mal gespannt. Was machen die denn da? Festplatten, Brand löschen oder... Ja, das ist gut, Herr Rangerück. Festplattenbrand, gutes Wort. Nee, pass auf. Die geistern da so rum und gucken sich Videos an, so von den Rechten und von den Querdenkern und von all den Leuten, denen die grüne Politik so richtig mal auf den Sack geht, ne? Ja, und dann setzen die da Kommentare rein. Immer nur schön grünenfreundlich, damit sie noch, ja, viele Wähler behalten. Grüne Wähler behalten? Du, mal ganz ehrlich, die sind ja immer noch bei 15%. Ich weiß nicht, wer diese Leute noch wählt. Guck mal, so ein Bockbärchen, wie du es immer nennst, blamiert ganz Deutschland. So ein Habeck, der will Deutschland ruinieren. Ja, ja, mal nicht vom Thema abweichen, Herr Ragnarök. Geht ja um die Netzfeuerwehr. Also, die geistern da so im Internet rum, gucken sich die Videos an, und dann machen die einen Kommentar, der immer schön positiv für die Grünen ist, ne? Und dann kommen die anderen von der Feuerwehr und liken den Kommentar und geben Herzchen, so dass der immer schön weit oben steht und von allen gesehen wird, ne? Ja, kann ich damit machen? Ja, selbstverständlich kannst du damit machen. Das ist ja das Traurige. Also, wenn du ein grünes Parteibuch hast, kannst du da sofort mitmachen. Aber auch wenn du kein grünes Parteibuch hast, sondern so ein Otti-Normalverbraucher bist, ne, kannst du auch mitmachen. Zwar nicht so in dem Umfang, aber du darfst natürlich selbstverständlich die Kommentare von der Feuerwehr liken und ein Herzchen dalassen und immer schön einen positiven Senf zu den Grünen schreiben. Meinst du echt? Einer, der nicht in den Grünen ist, kein Parteibuch hat, der kann da irgendwas Positives noch abgewinnen. Also, mal ehrlich, Leute, mal ehrlich, so eine grüne Netzfeuerwehr, die versuchen ja schon wieder die Meinung der Menschen zu manipulieren. Ja, die versuchen deine Meinung zu manipulieren. Ja, die Grünen sind ja gar nicht so schlimm, ne? Soll es da mal heißen, ne? Aber so ehrlich, die Grünen sind für mich ganz persönlich unwählbar geworden. Unwählbar. Ne? So früher, ja, da so zu den Zeiten, ne? Als sie da noch mit dem Rolli-Pulli saßen und als der Chef da noch Fischer hieß, ja, der Joschke, als der noch da war, da waren die Grünen ja auch noch grün. Und was sind sie heute? Lass mal überlegen. Die Grünen sind braun. Vertrocknetes Grün, die sind braun. Ja, und zwar sind sie rechtsextrem. Ja, Nazis sind die Grünen. Oder wie nennt man die, die gegen einen bestimmten Volksstamm sind? Waren das nicht Nazis? Waren das nicht Rechtsextreme, die immer nur gegen einen Volksstamm sind? Und die Grünen sind gegen das deutsche Volk, also quasi Nazi. Oh, Herr Ragnar, so direkt hätte ich das ja nie gesagt. Hätte ich mir nicht getraut. Aber wo der Recht hast, hast du recht. Also die Grünen sind ja voll gegen Deutschland. Also Deutschland muss ja kaputt gemacht werden. Guck dir nur die Politik an, diese Mann. Also das Bockbärchen wirklich. Eine Blamage nach der anderen, ne? Also die wird ja am liebsten Diktatorin werden, wird die am liebsten, ne? Wird die aber nicht. So blöd sind die Deutschen nicht. So,
und der Habeck von einem Fettnäpfchen ins nächste. Ne? Bringt da so ein Heizungsgesetz raus, weiß aber nicht, dass es nicht genug Handwerker gibt, weiß nicht, dass es nicht genug Rohstoffe gibt, der weiß eigentlich ja nichts. Ne? Für den ist ja auch eine Insolvenz gar nicht so schlimm. Weil, wenn du nichts verkaufst, bist du nicht insolvent. Nee, bitte nicht. Ja, also, solche Leute noch wählen, du, nochmal zur Netzfeuerwehr, zu der grünen Netzfeuerwehr. Herr Ragnarök, du bist dran. Ich weiß. Also, die grüne Netzfeuerwehr, die braucht kein Mensch, außer die Grünen. Und auf unserem Kanal hier, wenn ich da einen von erwische, Leute, schreibt euren Kommentar, ich lösche ihn und ihr werdet geblockt. Und dann guck ich mal nach. Ob ihr vielleicht auch einen Kanal habt? Oh, da fällt mir schon was ein, wie ich den klein kriege, wie ich den kaputt kriege. Lasst euch gewarnt sein, liebe grüne Netzfeuerwehr. Haltet euch von meinem Kanal fern. Weil sonst geht für euch die Welt unter. Mit 100%iger Sicherheit. Tschüss.